Mit dem, was wir jetzt bekommen haben, können wir wieder unsere Resistenzen aufwerten. Das war hier und da neue Waffenfähigkeiten. Okay. Okay. Okay, ich will aber zuerst. Ah, da war es gerade. Super Wung Fu. Da war es doch. Hier. Das ist neu. Alles klar. Okay. Wir wollen hier hin und Biopunkte. Wo ist das? Wo habe ich das? Es ist halt noch super neu alles. Biogenetik, genau, da können wir das jetzt einlösen. Wir wollten das hier machen, Widerstand verbessern. Wir haben die meiste Resistenz auf Antistrahlung, also auf Radioaktivität. Wir hätten auch noch Biogefahr, Kälte und Hitze. Ich würde ganz gerne, glaube ich, es wäre halt nice, wenn wir auf alles super resistent wären. Ich gehe aber mal noch auf Antibiogefahr, weil wir da noch sehr wenig haben. Und auf Hitze. Ich hoffe, ich mache keinen absoluten Bullshit. Ja. Ich hoffe, man kann sich hier nicht extrem verskillen. Hoffentlich hast du den Himmel nicht zum letzten Mal gesehen. Artorius King, hi, wie geht's? Wie war dein Dienstag? Was? Wer liegt auf dem Bett? Mein Kater, Sam. Unser Emote. Was soll das denn heißen, Punzefrech? Je später es hier wird, desto wilder wird es. So. Noch schlechter, obwohl ja doch. Euch noch einen schönen Stream. Sam, danke fürs Dabeisein. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Danke für den Raid. Dankeschön. Und bis hoffentlich ganz bald. Das Sam hat mich verwirrt. Ja, glaube ich dir. Dankeschön. Hat mich gefreut. Bye bye. Okay. Da können wir durch. Hier ist was. Oh, das ist drin. Juff. Mündung. Alles klar? Kann ich hier was machen? Nee. Kann ich da was machen? Nope. Da ist noch was. Gesundheitspflaster mitnehmen. Modulschaft. Nehmen wir auch mit. Hier geht's nicht raus, okay. Dann auf der anderen Seite, was ist hier? Was ist denn hier immer vor mir direkt? Ein Tennisball, Pock. Neue Nebenquest, Ziegelstadt. Untersuche die Tafel. Na klar, machen wir. Diese Tafel, sie ist übersät mit den alten Spuren vergangener Wünsche. Du näherst dich einer der alten Ziegelstädte von Toxanol. Pass gut auf. Die Toxanol Corporation hat diesen Ort errichtet. Als er ihnen nicht mehr von Nutzen war, gab sie ihn auf. Wir haben ganze Städte aufgegeben? Klingt nach gewaltiger Verschwendung. Wir machen das. Das ist so ein bisschen empathischer. Nun ja, es waren kleine Orte, wie diese hier, kosteten damals nichts und es gab viel Platz. Ist der eine Ort am Ende, baut man halt den nächsten. Irgendwo in dieser Ziegelstadt muss sich eine Spur befinden. Hoffentlich ist sie nicht verschüttet. Okay. 1 von 15 Tafeln gefunden.
Der weiß, wie er mich kriegt. So, meine Quest, zeig doch mal. Nebenquest. Folge dem Pfad und schau, wohin er dich führt. Tafeln aus der längst Vorbeizeit, alle voller Wünsche, Hoffnungen und Bitten um Hilfe. Finde alle Tafeln aus der Vergangenheit. Na klar, machen wir doch. Gehe einfach immer der Nase nach. Dieses Fleckchen Erde wird Ziegelstadt genannt. Süß! Öffne die Karte, um die Gebietsziele erneut zu sehen. Kann ich auch ranzoomen eigentlich? Ah ja, da war's gerade. Halt! Halt! Ah! Oh! Ah! Das hier sieht gerade ein bisschen aus wie bei Game of Thrones. Ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass wir da unten noch nicht ganz fertig sind. No sexual. Aber ich glaube, da war noch irgendwas. Da kamen wir her. Irgendwas muss hier doch noch sein. Als hätte ich halt noch nicht alles mit allem interagiert, oder? Aber ich verlaufe mich halt auch so super schnell. Hier geht die normale Quest weiter, ne? Unsere Hauptquest. Und die Ziegelstadt ist halt quasi so ein reingeschobenes Ding. Nochmal, no sexual. Okay. Ich guck mich hier mal ein bisschen um. Ich glaube... Hier war doch der Kampf gerade, oder? Aber hier ist schon wieder was. Genau hier vor meiner Nase. Da! Wie man es auch angeht, das Leben ist ein kompliziertes Spiel. Hätte nie gedacht, nochmal einen Kleidernässer aus der vergangenen Zeit zu sehen. Es ist ein Sauberreiniger von Ungewaschenem, die reinliche Art, Kleidung zu entflecken. Oh, so süß, der Kleidernässer. Du musst die Räder aufeinander abstimmen, damit der Kleidernässer drauf losdreht. Ja. Gut, das kriegen wir doch hin. So. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Du hast den Dreh raus. Oh, ein Wirbler. Wäre für meine Ausrüstung, aber ich glaube, der steht mir nicht so. Dafür bist du noch nicht bereit. Oh, ich habe das Level nicht. Mobbing-Spiel. Das ist ja ultra frech. So. Jetzt haben wir auch das gemacht. Kann ich mich ein bisschen wieder zurücklegen? Aber wo ist jetzt unsere Zwischenquest? Überragende Beute und alte Weltgerät. Eins von zwei. Na, dann zeig doch nochmal. Finde die Kleidernässer. Folge dem Pfad und schau, wohin er dich führt. So viele alte Gerätschaften, Dings, das, Plunderteile, Relikte und Mysterien. Finde sie und bringe alles über sie in Erfahrung. Waschmaschinen-Simulator, I see. Okay, Ronk hat ja am Freitag neben Biomutant auch den... Oh Gott, wie hieß das Game nochmal? So ein Waschsimulator halt gespielt. Ich war kurz davor, mir das Game zu holen. Es war so super satisfying, wie das einfach alles sauber gemacht hat. Ja.
War es wirklich? Okay, da haben wir was. Kurbelteil. Nehmen wir mit. Reisnagel. Nehmen wir auch mit. Können wir auch da rein? Natürlich können wir da rein. Hier ist auch was. Pock. Gesundheitspaket. Oh, Metallwickel. Werde ich gleich alles probieren, einzusetzen. Was haben wir hier? Quant. Ist defekt. Na gut. Ist krank. Stein gehüllt. Nehmen wir auch mit. War hier noch was? Na gut. Weiter, immer weiter. Ich möchte diesen Spruch übrigens nicht mehr so oft sagen, denn der ist tatsächlich von Bastian Jotta. Oh boy. Da können wir nicht rein. War ich sonst noch irgendwo noch nicht? War ich da drin schon? Das Öl hat dieses Land schon vor langer Zeit beansprucht. Großes Energiepaket. Oh, das sieht aus wie so ein Diner. Oh. Schalenladestreifen. Okay. Ah, oh, ich habe sowas als geliebt, ne? Wir hatten bei mir in der Umgebung mal einen Diner. Und da gab es halt geile Burger und es war halt super atmosphärisch da drin und es gab so geile Milkshakes. Ja. Beste Leben. Foxmox. Bitte. Oh, Stufe 10. Was? Mittleres Energiepaket. Stufe 10 einfach. Och, Menno. Menno. Jubkappe. Die könnten wir ausrüsten, glaube ich. Ich glaube, die geht. Ich glaube, die würde gehen. Zeig mal. Ausrüstung. Kopf. Die geht. Aber ist die wirklich besser? Seinen Kopf muss man schützen. Ja, die ist ein bisschen besser, ne? Ich gehe halt tatsächlich bei sowas immer nach der Optik. Was? Stufe unbekannt? Die Stufe? Nee, 7. Oh mein Gott, ich habe die Brille nicht auf. Ich habe gerade anstatt der 7 ein Fragezeichen gelesen. Ah, es wird Zeit, Leute. Es wird Zeit. Haben wir es für das Gesicht? Nee, für den Rumpf. Wir haben sonst nichts. Nee. Könnten wir etwas modifizieren? Nein, geht auch. Geht nicht. Herstellen. Was würde hier denn gehen? Hier geht doch nichts. Tote Hose. Oder ich übersehe da irgendwas, aber ich denke, hier würde dann was angezeigt werden, was wir modifizieren können. Gehe ich mal stark davon aus. Oh! Oh! Da können wir einen Reisnagel draufballern. Schön. Hier auch schon. Wirst du etwas bauen? Ich smoke nicht mehr. Das können wir hier machen.
Ah, nee, das ist nicht so gut. Nee, 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 nee. Ich glaube, ich würde hier einen Reißnagel draufpacken, um zu gucken, was das wohl bringt. Damit lässt sich experimentieren. Ich glaube, das würde ich machen, tatsächlich. Jetzt ist es so viel besser. Da ist einfach ein Reißnagel vorne dran. That's it? Wirklich? Ah, na gut. Schön. Schöne Waffe. Fühle ich. Tote Hose? Gibt's ein Konzert? Würde nicht. Ich bin kein Fan von Deutsch, Rock und Pop. Überhaupt nicht. Kann man mich mit jagen? Hier waren wir schon drin, ne? Da waren wir gerade drin, als ich meinen Monolog geführt habe über Deiner. Oh, Wegpunkt. Mal sehen. Phipps, sie hat es nicht einmal gemerkt. Ich hab's wirklich nicht gemerkt. Oha! Gronkh, größter Ehrenmann. Phipps, danke für die 2000 Channel Points. Ich hab's nicht gemerkt. Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Dann war das Timing außerordentlich gut. Ich laufe halt kreuz und quer rum, ohne Ziel, einfach der Nase nach. Ich dachte gerade, das hat jetzt gerade wieder jemand freigeschaltet, wirklich. Ich werd paranoid. Da war gerade eben noch was. Da war gerade was. Ich hab's auch gesehen. Hier. Was du auch tust, tu es richtig oder lass es bleiben. Ja, genau meine Rede. Hier, da haben wir es. Da wollte ich, glaube ich, hin. Mongol? Warte, hier? Ah, der würde gehen, ne? Hat aber weniger Gesundheit dann. Schwierig. Der wäre aber auch süßer. Der wäre super cute. Nimm den. Schickes Kopfteil. Dankeschön. Ist neu. Ein Spülhocker aus der Damalszeit. Das ist ein Apparat, der Gelbsaft und Braunzeug versenkt. Probier die Fortbürste aus. Vielleicht kannst du damit den Restmist wegschrubben. Süß. So süß. Okay. Ist nicht schlimm. Hab genug. Aber war schon echt leise. Jotta ist eine kleine. Ja. Jotta kann sich jetzt auch als gecancelt betrachten. Zu Recht. Habt ihr mitbekommen? TJ hatte ja das Video gemacht über Jota und er hat einfach teilweise Hate-Kommentare von Jota-Anhängern bekommen. Meine Vermutung, es waren mehrere Accounts von Jota selber. Deutschpop, was ist mit Namika? Oder das Timing war richtig schlecht, weil sie es nicht gemerkt hat. Spülhocker wird jetzt fest in meinen Sprachgebrauch aufgenommen. Schön, schön, schön. Sieht so aus, als müsstest du die Rohre des Spülhockers richtig entdrehen, um den Spülhocker leeren zu können. Der Spülhocker. Gut, wie lösen wir das? Wie lösen wir das? Wo bin ich denn? Ich muss zuerst mal den hier.
so rumdrehen. Dann drehe ich den so rum, sodass ich den nach da drehe. Easy. Das ist genau die Art von Ärger, die du hinwegwaschen möchtest. Oh. Wir haben ein paar Sachen bekommen. Noch eine neue Mütze und die ist halt OP. Die ist die beste bis jetzt. Danke. Die ist die beste, ja, auf jeden Fall. Im Gesicht haben wir noch nichts. Wir hatten noch was, oder? Wir hatten doch noch was. Oder doch nicht? Wenigstens beeinflusst dich unter der Erde nicht das Wetter. Ja, genau. Das stimmt. Und wenn man keine Jahreszeit mehr hat, hat man auch keine Winterdepression. Easy clap. Eine neue Hose. Lass mal gucken, so langsam wird's mit unserem Style. Die ist sogar besser. Die passt zu dir. Ah, danke schön. Ich weiß, die schmeichelt meinem Teint. Die bringt meine behaarten Beine ganz toll zur Geltung. Gut. Lol, das war einfach hier? Wir haben hier die Quest angenommen. Und da war das? Okay. Ich kann hier was machen. Ich kann hier reinballern. Okay, das war so. Und dann aufladen. Nochmal. Geklatscht. Schön. Ich werde direkt wieder rumswitchen auf das und auf das. Da haben wir es doch. Hier ist nichts. Hier ist aber was. Entzündermodul. Okay. Der Spülhocker. Nietenpolster nehmen wir alles. Alles mit. Ist da? Ich hoffe, das ist kein Blut, sondern Rost.